Hallo und herzlich willkommen hier zu WHD. Heute machen wir einen leichten roten Tee mit Ingwer und Zitrone. Und wie das Ganze funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Für das Ganze brauchen wir 3 abgestrichene Teelöffel roten Tee, 1/4 Zitrone, 1 Teelöffel Ingwer gerieben und ungefähr 3 leicht gehäufte Teelöffel mit Zucker. Da könnt ihr braunen Zucker, weißen Zucker, Rohrzucker nehmen. Ihr könnt auch das Ganze mit Honig oder mit Ahornsirup süßen, wenn ihr das möchtet. Als erstes nehmen wir uns ein Sieb und ein Gefäß, am besten eine Teekanne, und geben da rein unseren getrockneten roten Tee. Reiben gleich darüber frischen Ingwer. Wenn ihr Bio nehmt, könnt ihr die Schale mit reinreiben. Machen wir einen Teelöffel rein. Und bevor dann die Zitrone reinkommt, lassen wir das Ganze jetzt aufgießen mit gekochtem Wasser. Also das Wasser hat direkt 100 Grad. Machen wir ca. 500 Milliliter rein und lassen das Ganze jetzt für 2 bis 3 Minuten lang ziehen. In der Zwischenzeit können wir unsere Zitrone vorbereiten. Da vierteln wir die Ganze einfach. So, und schneiden uns schon ein kleines Scheibchen ab. Später für die Deko. Unser Tee konnte jetzt schön durchziehen. Den lassen wir aber noch kurz drin, da wir jetzt unsere Viertel Zitrone auspressen. Das Sieb sorgt dann dafür, dass eben das Fruchtfleisch und die Kerne hängen bleiben und wir das Ganze nicht im Tee haben, wer das nicht mag. Und am Ende süßen wir das Ganze noch. Wie gesagt, wir haben jetzt Rohrzucker, 3 Teelöffelchen. Ihr könnt natürlich auch anderen Zucker verwenden oder Süßstoff. Und dann rühren wir das Ganze kräftig um, damit sich einfach der Zucker ein bisschen lösen kann. Und schon ist unser Tee fertig zum Servieren. Damit das Ganze nicht so langweilig aussieht, machen wir jetzt noch etwas Deko. Dann nehmen wir einfach das Zitronenscheibchen, was wir eben vorbereitet haben. Und so ein kleiner Zweig mit Minze. Sieht auch immer ganz niedlich aus. Und dann könnt ihr euch zu Hause den Tee schmecken lassen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert uns, klickt auf das Glöckchen und teilt und liked dieses Video. Besucht uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram und unseren Blog whd.com. Bis bald!